Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Sonntags mit Lillis. Heute ist der 9. Mai, Muttertag, aber nicht nur, heute ist auch Tag der verlorenen Socke. Hierzu hat sich ein lieber Mensch eine kleine Challenge überlegt, und zwar zum Thema Socken. Deswegen wird unser drei Themen ein Bild heute, so wie vor 2 Wochen, schon einen bestimmten Gegenstand, also vor 2 Wochen war es ja der Pinguin, und heute nehme ich den Gegenstand vorweg, und zwar die Socke. Das werde ich heute nicht ziehen, aber dazu werde ich noch ein Lebewesen und ein Tun wie Wort ziehen. Und das mache ich jetzt mal. Also, der Gegenstand ist die Socke, eine Tigerente und singen. Ach ja, ich glaube, da kommt mir was in den Sinn. Ich bereite mal alles für eine Skizze vor. So, also, wer mal kurz einen kleinen Hinweis braucht, wie die Tigerente aussieht, die zeige ich euch mal hier oben. Denn die Tigerente, die ist ja, glaube ich, vielen bekannt aus der eigenen Kindheit. Und die Tigerente ist, wie auch auf dem Bildschirm zu erkennen, von Janosch, einem Künstler, der diese Panama-Geschichte geschrieben und entworfen hat. Und ich weiß noch nicht, wie ich sie jetzt damit unterbringe, dass wir diese drei Themen in ein Bild verwandeln. Ich will jetzt einfach nur mal ein bisschen rumskribbeln, denn ich denke, so das Thema Socke ist natürlich dann kann die natürlich gestreift sein, die Socke. Singen. Wie stellt man am besten Singen dar? Ich denke mal mit Noten. Singen, Tigerente, ich werde sie mal versuchen, so ganz grob. Erinnert ja an so ein Spielzeug, das man hinter sich herziehen kann. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man das nennt, aber ihr werdet das bestimmt wissen. Und es gibt doch solche Tierchen, die man hinter sich herziehen kann, die eine Melodie machen. Ich muss noch mal kurz was nachforschen. Das heißt tatsächlich ganz simpel Nachziehspielzeug. ja, wenn man selber keine Kinder hat, dann beschäftigt man sich mit solchen Themen eigentlich auch gar nicht. Aber wir werden diese drei Themen, also singen, ne? Singen, es ist natürlich singen zu malen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich es eher in Melodie mache. Aber wie kombiniere ich jetzt noch diese beiden? Socke und Nachziehspielzeug. Ich glaube, wir machen das hier mal ganz simpel. Ich brauche hier gleich noch eine. Thank you.
das passt, glaube ich, perfekt in ein Skizzenbuch, denn dann könnte man auf die eine Seite das Nachziehspielzeug machen und auf der anderen Seite die Füße. Und drüber könnte man noch ein Zitat oder sowas schreiben. Am besten würde ja tatsächlich was von der Tigerente passen. Es gibt ein Zitat, wo eine kleine Maus sagt: Oh, Ente. Ist das Leben schön? So werden wir das machen. Also, so werden wir das jetzt gestalten. Ich werde die Skizze jetzt noch hier in meinem Buch übertragen. Denn man muss auch in einem Skizzenbuch nicht immer alle Seiten komplett füllen, sondern wir werden das jetzt auf hier unten begrenzen. So, da steht die Skizze. Hier oben kommt dann noch das kleine Zitat hin. Und das werde ich jetzt mit Aquarell- und Buntstiften ausmalen. Ich werde es ein bisschen grundieren mit Aquarellfarben und danach noch ein wenig mit Buntstiften verfeinern quasi. Legen wir los. Ich werde hier, denke ich, gleich in zwei Schichten so ein bisschen arbeiten. Ich werde grundieren mit ein paar hellen Farben und mit einer zweiten Schicht ein wenig Schatten einfügen und den Rest der Highlights mache ich dann hier mit Buntstiften. Die erste Grundierung steht oder die erste Schicht Farbe und jetzt möchte ich, ihr seht ja hier so ein bisschen verlaufen, das ist überhaupt gar nicht schlimm, das gibt eigentlich eher noch einen schönen Effekt mit rein. Ich werde jetzt noch eine zweite Schicht Farbe, um ein bisschen Schatten zu setzen und wie gesagt, den Rest setze ich mit Buntstiften und ich finde, man sieht gerade an solchen Beispielen, dass man nicht immer ewig Zeit braucht. Sicherlich ein schönes Bild braucht auch seine Zeit, aber manchmal ist diese Zeit kürzer oder auch mal länger. Und ja, solche kleinen Bilder, sag ich mal, können dann schon in relativ schneller Zeit entstehen. Weiter geht's. Thank you.
probiere mich gerade immer so ein bisschen an dem Unperfekten. Aber es wird ja jetzt noch detaillierter mit den Buntstiften. Und da machen wir auch direkt weiter. Ich räume bloß mal eben kurz mein Zeug weg. Das ist hier gerade noch so ein bisschen am Trocknen. Und dem würde ich auch noch Zeit geben. Ich habe mir hier an die Seite schon noch ein paar schwarze Fineliner gelegt. Denn ein paar Details werden wir mit dem schwarzen Fineliner noch nachziehen. Und da geht es hauptsächlich um die Noten und vielleicht hier noch ein paar Details. Aber das gucken wir dann noch. Wir gucken erstmal, wie wir es mit den Buntstiften schaffen. Bei solchen Zitaten schreibe ich natürlich immer gerne den Aussprecher oder den Urheber dazu, ne? Derjenige, der das gesagt oder geschrieben hat. Machen wir das auch schon. Und mich stört es gerade so ein bisschen, dass der Boden hier unten grau ist. Ich glaube, das werden wir zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen abändern. Mal sehen. Stört mich irgendwie gerade noch so ein bisschen. Mal gucken, wie wir das machen. Ich habe ja hier auch ein paar wasservermalbare Buntstifte mit dabei. Vielleicht schraffiere ich das hier einfach nur ein bisschen und ziehe es nochmal mit einem Pinsel mit Wasser nach. Das erscheint mir alles gerade so grau, so trostlos. So, aber wir fangen hier vorne an. Ich habe hier den Hautton etwas dunkler gewählt und würde da jetzt Schicht, die ich sonst, glaube ich, mit einer dritten Schicht Farbe gewählt hätte, mache ich jetzt hier mit dem Buntstift. Ich störe mich jetzt auch überhaupt gar nicht daran, dass hier so ein paar Buntstiftstriche drin sind. Gerade das macht es, finde ich, bringt da noch so ein bisschen Charakter mit rein. Und ich arbeite hier mit unterschiedlichem Druck. Ich kann natürlich eine intensive Farbe wählen, wenn ich mit dem Buntstift aufdrücke. Und kann natürlich auch einen Schatteneffekt hinzufügen oder einen Blending-Effekt, wenn ich weniger aufdrücke.
Ich denke, dass ich hier soweit mit den Buntstiften alles gemacht habe. Ich finde, es hat einen total tollen Charakter. Ich habe jetzt hier noch einen ganz schmalen Fineliner, womit ich die letzten Details einmale. Den Boden. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das stört mich noch ein bisschen. Das ist mir zu grau. Das ist, nee, also nicht alle. Also hier, das sind die Progressor, die sind nicht wasservermalbar. Die Faber Castell, hier die mit dem Grip, die sind auf jeden Fall vermalbar. Und die Alberich Dürer, die sind auch von Faber Castell, die sind auch wasservermalbar. Ich würde jetzt hier einfach ganz leicht was reinschraffieren. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Farben. Ich glaube, ein bisschen was Helles. Was Gelbes. Ein bisschen was Fröhliches. Und zu einem Schatten kommen wir gleich auch noch. Dafür noch ein bisschen Wasser. Auch gar nicht viel. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ne? Sonst kommen wir vermalen wir hier die Farben noch in unserem Bild. Ich möchte einfach nur noch ein bisschen Farbe hier in den Boden reinbringen. Das stört mich. Aber das gefällt mir auf jeden Fall schon besser. Das müssen wir hier ganz kurz trocknen lassen. Und dann habe ich ja hier auch einen grauen Stift bei. Das trocknet eigentlich relativ schnell. Ich bin dann schon mal nebenbei am Aufräumen. Und noch ein bisschen dunkler. Denkt dran, wenn ihr hier doller aufdrückt, dann wird es schwarz. Deswegen lieber erstmal ein bisschen vorsichtiger. So. Na, das sagt mir doch schon zu. Dann sind wir fertig. Das ist mal was anderes und mir gefällt es richtig gut. Ah, hier, müssen wir noch wegradieren. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir das Ergebnis richtig, richtig gut. Es ist auch für mich mal was anderes, weil ich arbeite ja eigentlich entweder mit dem einen oder mit dem anderen Medium und ich probiere mich gerade auch so ein bisschen am Lockeren beziehungsweise auch ein bisschen am Mixed Media. Verschiedene Medien miteinander zu kombinieren. Das Papier lässt es ja auf jeden Fall zu. Es ist auch ein Mixed-Media-Papier, das ist das von Kensin. Und ja, es macht einfach Spaß, mal Sachen auszuprobieren. Und ich hoffe, ich kann euch dazu vielleicht auch animieren. Und natürlich passend zum Tag der verlorenen Socke. Wie ihr seht, habe ich mich für zwei verschiedene Paar Socken entschieden. Und ja, soll halt natürlich auch darstellen, dass man vielleicht nicht immer alle Socken beieinander hat. Und ja, die drei Themen: Socken, Singen, Tigerente.
Ich hoffe, ich konnte es gut umsetzen. Ich hoffe, ihr akzeptiert mein Ergebnis und wünsche euch noch einen tollen Muttertag. Und ja, genießt die Zeit mit euren Lieben, genießt die Zeit mit eurer Mutter jeden Tag und nicht nur heute. Und wenn ihr eure Sachen in den sozialen Medien teilt, dann nutzt doch bitte gerne den Hashtag Sonntags mit Lillis und drei Themen ein Bild. Das ist ja heute Sonntag der Fall. Und wenn ihr mehrere solcher Videos sehen wollt oder wöchentlich informiert werden wollt, dann gebt mir gerne ein Abo und für das Video lasst mir doch auch gerne einen Daumen da. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, genießt das tolle Wetter. Tschüss!